Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Secret of Mana. Letztes Mal gab es richtig auf die Mütze, aber das lassen wir uns nicht nochmal bieten. Kann man so spontan nicht sagen. Ja, ich habe die Chance schon mal genutzt, ein bisschen zwischendurch zu leveln. Also nicht doller, aber immerhin schon mal ein bisschen was. Ich glaube, ein Level oder zwei Level. Mehr war es halt nicht, aber ich hoffe mal, dass es reicht. Das Problem ist halt nur, diese komischen Barracudas, wenn die halt irgendwie ihren komischen Blubberangriff machen, da ich keine Ahnung, wie man den nennt, dann machen die echt viel Schaden. Über 50 Schaden. Ja, überleg mal, ne? Deswegen darf man die halt auch einfach nicht zum Zaubern kommen lassen. Aber immerhin sind wir hier jetzt schon lang gekommen. Ja, aber ich befürchte, das werden nicht die letzten sein. Also von daher müssen wir mal gucken. Oh Gott. Ja, natürlich. Die Seuche ist am Start und ich habe gerade schon wieder vergessen, dass ich ja hier mit der Lanze noch gar kein Level habe. Doch, du hast eigentlich gar nicht gelevelt. Ja, ich glaube schon. Mit der Lanze echt? Aber ja, da musst du mal gucken. Kannst warte. Warte. Nee, ich kann es noch nicht aufladen. Wir machen erstmal den komischen Barracuda hier und dann. Nee, geht aber noch nicht. Nee, guck mal nach. Na, ich drücke ja lange. Weiter. Stellung da. Ja, was ist denn? Stahllanzer ist eigentlich null. Ja, habe ich null. Warum hat denn eigentlich hier Prim schon wieder die Peitsche an? Ich habe dir da gerade eine andere Waffe gegeben. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Sag mal. Ich weiß nicht. Die findet die Peitsche besser als den Bogen. Ja, ich glaube auch. Die soll ich ein bisschen um den Fernkampf kümmern. Ich habe jetzt hast du einen Bogen, glaube ich. Ich glaube, sie hat den. Ach, hier ist es eher. Das ist das Vieh, was ich meinte. Oh Gott. Dieses komische Echsending. Oh mein Gott, das ist aber süß. Es konnte uns verschlingen. Nein, du bist doch brutal. Es konnte uns verschlingen, hallo. Es muss sterben. Ist so süß. Quappel. Oh Gott, ich treffe. Quappel, es tut mir leid. Warum muss man denn Quappel töten? Weil Quappel uns sonst nicht durchlässt. Das ist das Problem in der ganzen Sache. Quappel, ja, übrigens, wir hatten beim letzten Mal schon das Thema oder bei den letzten Malen schon das Thema Übersetzung quasi. Es gibt ja rege Diskussionen in den Foren darüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich persönlich, also ja, genau. Also es ist gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, aber muss sagen, die original deutsche Variante damals war einfach eine freie Übersetzung und viele Sachen wurden halt einfach frei interpretiert, was so die Übersetzung angeht. Deswegen orientiert sich jetzt die aktuelle Variante vom Remake eher am Original und von daher ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Oh, hallo. Ja, ich finde ja, dass Quappel oder jetzt Echsenquappel aussieht wie ein Raptor. So ein bisschen. Wie ein süßer Kleiner. Boah, hallo, Heilwasser? Was ist mit ihm los? Man kann nicht heilen. Nicht mehr. Stufe 3? Ja, eben. 102. Instant hier oder was? Na, 152 hier? Punkte. Ja, komm. Na, ich mach mal aufladen hier. Aber ich glaube. Okay, da war ein Kind bei. Hast du gerade so einen Wirbelangriff gemacht? Ja, ich hatte gerade aufgeladen, aber irgendwie das nicht funktioniert. Spuck's wieder aus. Das schmeckt nicht. Oh Mann. Sag mal, warum macht ein Prim eigentlich so wenig? Na, weil Prim halt mit dem Bogen schießt. So, sehr schön. Handschuh erhalten. Der ist aber für Prim, oder? Handschuh? Naja, für die Klauen. Also, die kann ja jeder tragen. Achso, ja, na dann. Jeder kann alle Waffen tragen. Nur nicht jede Rüstung. Und Poi Poi oder wie sie heißt, ist. Oder Popoi ist fast. Ah, hier ist Undine. Hallo. Ich habe noch ein bisschen Leben hier. My thanks. I am Undine, the water elemental. In return for your kindness, you may use my power. Jawohl, Zaubersprüche. Juhu. Elementals may manifest as two types of spells to use as you will. You may call upon my recovery and defense magic. Ich bewegt, cool. And you may use my battle magic. Und ich? What about me? Das wirst du sehen. You are the wielder of the magic. Oh, toll, super, ey. Ganz großes Kino. Oh, magic against that of your sword could yield disastrous results. However, you may channel the magic of others through your mana weapon. For instance, she can cast Ice Saber on your weapon, turning your enemies into snowmen. In addition, I leave this mana weapon to you. With it, you may attack enemies both above and below you. Call upon me at any time. Eine Lanze. Sehr schön. Damit haben wir jetzt alle Waffen vollständig. Und wir haben tatsächlich jetzt schon
Ja, Wasser- bzw. Frostmagie. Sehr schön. Alright. I'll be a Master Mage in no time. Master Mage, jawohl. Sehr schön. Ja, Mana-Punkte haben wir natürlich nicht viel. Da müssen wir dann auf jeden Fall gut haushalten. Und es gilt natürlich auch hier wieder, alles vernünftig zu leveln. Ist mal kurz ein Bonbon, bitte. Ja. Wenn jetzt gleich die komischen Piranhas kommen, dann... Okay. Und Barracudas. Soll ich auch gleich mal hier auf Magie umschalten? Oder Nee, brauchst du nicht. Also, du kannst jetzt natürlich verwenden, klar, logisch, wenn du willst, aber... Na, einfach, damit das ein bisschen gelevelt wird. Ja, mach mal. So, Moment, ich muss mal kurz schauen. Nee, weiter. Achso, noch eins weiter. Ah, hier, Undine. Und dann kann ich mal gucken, entweder Säuresturm, Frost oder Energiesog. Ey, das ist wirklich teuer, ne? 2 MP. Naja, das war halt, du musst halt echt gut leveln und du kriegst ja mit jedem Level ab, was wir halt dann machen, Mana-Punkte dazu. Ist das und hier später quasi gibt es, glaube ich. Ja. TP. Naja. Ich will einfach einen, genau. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn du jetzt links und rechts schaltest, das auf ein oder auf mehrere zu machen. Aber wenn du es auf mehrere machst, macht es natürlich wenig Schaden. Ja. Okay. Aber einer liegt schon mal am Dreck. Ja. Aber ich muss dafür jedes Mal ins Menü gehen. Naja, ne? Du kannst ja, wie gesagt, es gibt ja diese Schnellauswahlleiste. Also mit. Oh nein, ich bin durchgelaufen. Ist egal. Ja. Kannst du mit RB oder LB, kannst du ja machen. Ja. Kannst du gerne nochmal zaubern. Warte, ich möchte mir das mal kurz hier. Ne, erstmal auswählen. Jetzt kannst du hier mit. Das irgendwie auswählen. Moment, wo steht das jetzt? Steht gar nicht da. Nein, ich stand das unten irgendwo halt. Toll. Ich dachte eigentlich, man könnte es auswählen, aber anscheinend dann doch nicht. Ja doch, das geht irgendwo, aber ich weiß noch nicht genau wo. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nur für Items, aber nicht für Zauber. Doch, ich glaube, es geht auch für Zauber. Ich habe es zumindest im Forum irgendwas gelesen, also... Okay. Oh, daneben. So, warte mal kurz. Wir haben auf jeden Fall hier... Jetzt steht es ja gar nicht mehr da. Muss man vielleicht vorher auf die Schultertaste drücken? Also beim letzten Mal stand da LB und RB da. Ja, ich weiß. Ich habe es auch gesehen. Warte mal kurz. Sekunde. Wo kann man das machen? Oder ist das irgendwo in den Optionen deaktiviert? Also, ihr habt auf jeden Fall hier eine Heilung, Heilwasser, da können wir schon mal gut heilen, das ist ganz gut. Genesung, weiß ich nicht ganz genau, was es ist. Und hier das Eissäbel, da kann man halt, wie gesagt, die Gegner in Schneemänner verwandeln. Das ist jetzt nicht so brauchbar, weil, naja, es gibt auf jeden Fall bessere Waffenverzauberungen, sag ich mal. Die kriegen wir dann später noch so mit Mondlichtklinge und so ein Kram. Wo man auch Lebensentzug hat und all so ein Zeug, das ist auf jeden Fall richtig gut. Aber irgendwie müsste das doch gehen. Tja, anscheinend nicht mehr. Geh mal ins Menü, bitte, also ins Optionsmenü. Weil hier hast du wirklich nur den Standardkampf. Vielleicht hast du es deaktiviert irgendwo. Ne. Oder wir lassen es einfach. So, Steuerung. Gegenstandslimit. Nee. Man kann Kostüme tragen? Ja, es gab ja... Ich will auch ein Kostüm. Gibt halt... Ein Tigerkostüm, glaube ich. Die hat ein Bikini. Naja, okay. Okay. Ja, wie gesagt, also eigentlich müsste das... Oben steht jetzt zwar Ausrüstung anlegen, Angriffsverhalten auf RB, aber das ist ja was anderes. Nee. Da ist das nicht mit bei. Ja, aber das stand letztens auf jeden Fall da, aber ich weiß nicht... Nicht belegt. Menünavigation, Kurzbefehle festlegen. LB. Aber... Kann man jetzt... Ja, super. Oh. Habe ich ein Bikini an, oder was? Naja. Okay, und wir rennen hier als Tiger rum. Oh, wie süß. Warum trägt sie ein Bikini? Weil sie es kann. Toll. Ich hoffe, sie wird nicht kalt. Naja, okay, komm, weiter geht's. Wir ziehen weiter. Ist ja super, ey. Je weniger du anhast, umso mehr Rüstung hast du. Ja, quasi, wie in jedem Rollenspiel auf jeden Fall. Es ist nur ungünstig, dass wir beide jetzt hier so ein Tigerkostüm tragen. Für weibliche Charaktere ist das immer so. Je weniger die tragen, umso bessere Rüstung haben sie. Wir verwechseln uns jetzt bestimmt. Oh, süß. Das ist schon knuffig. Ja. Die kleinen Tatsis da. Aber ich würde dann das Mogri-Kostüm nehmen, wenn... Na dann... Das sieht aus. Oh. Das ist schon irgendwie witzig. Ja. Ja. Ha, süß. Sieht aus wie ein Schlafanzug. Ja, aber das passt doch zu Popoi. Das ist viel niedlicher. Juhu. Mein kleiner Strampler.
Auf jeden. I'll heal you. Would you like to save the game? Aber hallo. Wir speichern ja alles. Use Undine's power to clear the magma in the underground palace. Crystal orbs are made to respond to a specific elemental's power. Ja, dann. Ja, die Frage ist, welchen Tempel meinen die? Meinten die den bei den Zwergen? Na, da war aber keine Lava mehr. Warte mal kurz. I'll heal you. Would you like to save the game? Nee. Use Undine's power to Tempel clear the magma in the under- also, crystal orbs are. Ist eine gute Frage, welcher Tempel gemeint ist. Die Kostüme sind so geil. Aber es gab doch nicht jetzt hier drüben, wo wir gerade waren, gab es doch nicht noch irgendwie einen Tempel oder ich was? Ich habe zumindest nichts gesehen, es sei denn, wir haben irgendwie eine Richtung übersehen. Gute Frage. Aber ich meine, wir haben ja, wir brauchten ja eigentlich jetzt nur hier die Zauber. Mehr gab es doch hier nie. Ja, ich weiß. Warte mal kurz. Es gibt ja auch eine Karte jetzt, also hier im Spiel. Ja, dann gucken wir doch mal, was da los ist. Ja, da. Was bisher geschah? Okay. Na, was bisher geschah, ist für mich nicht eine Karte. Ja, was ist, ne? Siehst du, wo wir jetzt gerade sind? Aber so richtig hinter dem Zwergenlauf, sag ich doch. Ach so, na gut, dann gehen wir dahin. So, dann müssen wir jetzt natürlich den ganzen Weg zum Zwergendorf laufen, denn es gibt hier irgendwie keinen, ja, keinen echten Shortcut. Ich weiß noch, wo es lang geht? Ja, so grob. Wir müssen erstmal wieder nach Pandora. Hier steht dein Tigerkostüm sehr gut. Ja, ne? Ich mag ja auch Tiger, von daher passt das ja perfekt. No way. Schon kaputt. Ja, das Bildzeug kann man liegen lassen, das ist ja nicht so wichtig. Also jetzt nicht die Pflanzen oder was? Nee, die geben auch nicht irgendwie viel XP oder so. Also die Pilze aber? Nö, auch nicht. Ist ja alles das Low-Level-Zeug, wir haben Prim verloren. Naja, die kommen gleich wieder, wenn wir das Gebiet wechseln. Die muss mal kurz ins Gebüsch. Muss mal kurz für kleine Tigermädchen. Aua. Kommt die wirklich wieder? Ja, ja. Not today. Schön, wie du mit deinem Strampleranzug da irgendwie dich rumbewegst. Ja, das sieht voll mega. Das habe ich letztens auch schon gehabt, wo ich alleine noch ein bisschen gelevelt habe. Da habe ich Prim auch verloren. Die Prim wäre halt immer woanders hin. Und Popoi habe ich auch verloren. Die hingen nämlich irgendwo fest und dann, naja. Warte mal. Die wird nicht geschlagen. So geht das nicht. So, Königreich genau. Pandora. Da sind wir wieder zu dritt. Mal gucken, wie lange ist ja mal die Frage. Guck dir mal die Schuhe an von Prim. Flüssig. Ja. Die Tigerlatschen. Mhm. Ich hatte auch mal so eine Hausschuhe. Die sahen genauso aus. Ich erinnere mich dunkel. Die sind nur relativ schnell kaputt gegangen. Ja, irgendwie wie alle Schuhe in dieser Art. Alle Hausschuhe. So. Ich erinnere mich, was haben wir denn damals? Ach, Schildkröten hatten wir damals. Ja, die waren aber auch sehr schnell kaputt. Da sind die Flossen abgefallen. Brutal. Sind die ja eigentlich stärker, diese Pflanzenviecher, als in den anderen Gebieten? Eigentlich noch nicht, oder? Keine Ahnung, nee, das wird alles das Gleiche sein. Wenn das irgendwie andere wären, dann hätten die einen anderen Namen. Könnte auch anders aussehen. Nee, ist egal. Na gut, wir gehen weiter. Wir wollen ja vorankommen. Oh. Ah. Schön rechtzeitig geblockt hier. Fall um. Womit wir dann wieder beim Thema wären hier mit dem komischen Viecher. Was war hier mit dem Pilz von Super Mario? Wie ist der? Tod? Achso, ja, tot. Der gute Toad? Ja, der wird ja mal eben verprügelt. Ja, der arme Kleine. Oh, mein Gott. Oh, ich mache aber echt noch nicht so viel Schaden hier. Ja, ich weiß halt, gar nicht, wir haben ja auch du noch... Du musst auf 100% warten, ja, was denn noch? Ja, siehst du. Ja, hat geklappt. Was wollte ich gerade? Wir haben doch noch eine Lanze bekommen. Ja. Soll ich die lieber benutzen als den Speer? Du kannst nehmen, was du möchtest. Weil wenn das... Ich gucke mir ganz kurz den Grundschaden an. Moment.
So, also jetzt habe ich hier gerade. Wo ist denn. Wo bin ich denn? Da. 23 nee. Macht das gerade. Der macht. Hä? Der. Nee. Habe ich schon die Lanze an? Tatsächlich. Ja, dann war es vielleicht. Meinten die vielleicht den Speer, weil. Ach so, das ist ja. Falsch rum. Wir ich hatten den Speer nämlich vorher schon. Ja, ja, aber es ist, wie gesagt, die ist ja schon gelevelt. Das kann ja nicht die neue Waffe sein, geht ja. nicht. Ja. Ach, der ist neu. Kannst du werfen. Er macht aber halt. Oh, war eigentlich doch schon ganz gut. Er ist halt nicht gelevelt und hat auch noch nicht, also keine Orbverzauberung oder sonstiges. Ja. Ach, da war es schon weg. Der Mümmler wurde kritisch getroffen. Der Lümmel. Der Mümmel. So, ab nach oben. Jo. Ja. Daneben. Richtig gut. So, einmal hier runter. Mal gucken, ob wir dann, wir dürfen Prim nicht wieder verlieren. Ach naja, die taucht doch wieder auf, oder nicht? Ja, aber das Problem ist halt, die taucht erst am Ende der Map wieder auf. Ach so, quasi. Na das ist blöd. Also wirklich ein bisschen aufpassen. Prim, du bleibst hier. Diese Kostüme sind so geil. Müssen wir nicht da rein? Ach nee, nein. Da ist ja gar nichts. Haha, ich häng fest, Moment. Ey, weißt du, wir reden von Prim und dann geht Annie verloren. Ich bin ja nicht verloren gegangen, ich häng einfach nur fest. Ja eben. So extra wegen dir wieder zurückkommen. Achso. Don't mind if I do. Kein Platz dafür! Oh. Ist ja okay, wir haben ja auch gerade 12 Bonbons in der Tasche, von daher passt das ja immer ganz gut. Wir brauchen ja nicht tonnenweise, ne? Also ja. Wichtig sind halt irgendwie so dieses komische Engelskelch und dann oh ja, Schoki und Tonig. Und wenn wir dann später ein bisschen mehr Mana-Punkte haben, können wir auf jeden Fall auch Walnüsse kaufen. Und die machen was? Die geben 50 Mana-Punkte. Da gab es dann später Varianten, da habe ich dann wirklich die ganze Zeit gelevelt mit Mana, also mit Zaubersprüchen. Und habe dann halt immer die ganzen Walnüsse gekauft und alles schön verballert. Die kosten zwar 1000, aber wie gesagt, das ist, wenn du später dann ein bisschen levelst und ein bisschen mehr Mana hast, dann lohnt sich das auch. Mhm. So, wir können auf jeden Fall mit dem Zwerg jetzt, glaube ich, noch ein paar Orbs einbauen lassen. So, wir gucken mal. Das können wir nicht. Bumerang können wir. Ja. Oh, wir haben voll viel Kohle. Ne, ich habe ja, wie gesagt, auch ein bisschen gefarmt. Nicht schlecht. Die Handschuhe noch, ne? Na, Kaiserklauen. Jawollo. Ja, der Rest geht leider nicht. Kann man eigentlich auch Rüstung verstärken? Nee, Rüstung kann man nicht verstärken. Die kann man einfach nur kaufen. So, die Frage ist natürlich, wir könnten eine Kunde. Mal kurz speichern. Ja. Wir sind da anstehen. One night is 15 G. Wow. That Watts is the best blacksmith I've ever seen. Ist ganz schön freizügig. Kann man so nicht sagen. Uiuiui. He's made my rusty sword shine like it's brand new. With a sword like this at my side, everyone can tell that I'm a knight who means business. I know. I'll try it out with a few practice swings. Ja, aber doch nicht hier. It figures. What's your problem? So immature. Ja, hallo, ich habe ein Tigerkostüm an. Sag mal. A rust-free sword doesn't make you a knight. You'll never be a warrior like Dyluck without training. That's why I'm practicing. That wasn't practice. That was posing. You just wanted to look cool holding that sword. No, I didn't. The truth hurts. Fine. No more sword practice today or any day. Oops. I didn't realize I touched a nerve. Oh, man. You did not. Like I said, you're so immature. Die haben sich ja alle lieb. Mhm. Aber die wachsen ja noch zusammen. Na, du nicht mehr mit deinem... Oh, hallo? Ist ja wie in echt. Trägst auch so ein Kostüm. Klar. Beim Schlafen, das stimmt wohl. Oh, die Flügelchen da halt auch, ne? Mega süß. So, wir müssen weiter.
Genau. Aber können wir hier noch einkaufen? Aber wir brauchen ja eigentlich nichts, ne? Na, wir können mal gucken. Es gibt ja hier einen Laden. Ob wir da vielleicht Rüstung kaufen können. Hm. Warte mal, hier Rüstung. Da. Da gehen wir mal schauen. Boah, die können kaum in die Theke schauen, weißt du? Welcome. What will it be? Kaufen. So. Wir haben auf jeden Fall ordentliche Rüstung hier. Ja. Das für dich. Oh, das kann ich tragen. Was ist das? Schelmenrobe. Die ist für mich. Kettenweste kann jeder tragen. Das hat, warte mal. Das Problem ist, man sieht ja leider nicht, was die für Rüstungswerte haben. Nagelanzug. Klingt pervers, aber ist wahrscheinlich am meisten oder hat am meisten Rüstung. Ellenbogen, Schutz, Kraftarmschiene. Boah, ey, also. Ja, man kann sein Geld hier auch lassen, ne? Ich behaupte mal. Na, hier die Kettenweste, die ist bestimmt für alle richtig gut. Mhm. Aber wir können auch Nagelanzug. Aber den Nagelanzug. Kaufen. Ja, dann komm. Aber den können ja nur wir zwei tragen. Prim kriegt was anderes. Na, Prim muss eine Kettenweste tragen. Ja, dann. Oh, das Kleidchen dann nehmen? Ah, nee, es ist für mich. Na gut. So, pass mal. Anything else? Wir gucken erstmal nach. So, Rüstung. Was haben wir denn hier? Wo sehe ich denn plus 10? Naja. Was sieht man ja. Na dann. Kannst du eigentlich auch für andere Chars das um. Doch, du kannst bestimmt den Char wechseln, ne? Ja. Kannst du uns alle ja mal anziehen. Na, bei dir geht. Also dich kann ich glaube ich nie auswählen, wenn du den Charakter spielst. Du kannst ja mal gucken. Nein, geht nicht. Nee? Okay. Aber wir haben noch keinen weiteren. Also brauchst du noch nicht gucken. Achso, aber hast du nicht für mich hier gerade. Nein. Nein. Ich wollte erstmal gucken, ob sich das lohnt. So. Okay, erstmal schön shoppen gehen. Erstmal das ganze Geld ausgeben, was wir gefarmt haben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Helm. Ja, den kannst nur du tragen. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Genau, einen Anzug noch. Dann würde ich sagen, die Kraftarmschienen, die sind auch mehr wert. Ja, mehr als die normalen Armbänder, ne? So, jetzt haben wir alles gekauft. Anything else? Okay. Ich zieh mich mal kurz an, ja. Anything else? Come again. Und verkaufen können wir dann gleich, wenn wir den Kram loswerden wollen. Ja. So. Ah, nee, die Mümmlermütze. Nee, den Helm nehme ich ja. Ach nee, den kann ich ja nicht tragen. Mein Helm, Finger weg. Hallo, ja, ja. Den habe ich mir ausgesucht. So, Oberkörper. Ach so, ich könnte. Nein. Gut. Wo ist es denn? Nagelanzug. Wunderschön. Aber er hat bei ihr nur weniger, also hat weniger gegeben. Plus 6 nur. Echt? Mhm. Ja, so, jetzt sind die aber plus 4, plus 15, plus 7. Ah, die haben auch unterschiedliche Stats mit Ausweichen und so einem Krempel. Ja. Okay, so, dann tragen wir noch den Helm. Dann kannst du ja irgendwie. Ah, okay, also du hast auf jeden Fall richtig Ausweichchancen noch bekommen. Plus 15, oder was ich gesehen habe. Okay. So. Okay, jetzt kannst du, aber die anderen Armbänder könntest du da wegwerfen jetzt. Nee, wir verkaufen die. Wir werfen hier nichts weg, wir verkaufen die. Das schöne Geld. So dick haben wir es ja noch nicht, ne? Okay. Leder-Overall. Kung-Fu-Anzug. Kung-Fu-Anzug, sehr schön. So, sehr schön. Anything else? Nö. Come again. Das war's. Sehr gut. Guti, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz speichern, denn wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was erreicht. So, wann ist. Ne, hier unten war das, glaube ich. Dieser kleine Anzug, der sieht so süß aus. One night is 15. Nö. Nö. Genau. Jo. Wir geben hier kein Geld aus. Das muss nicht sein. Na, wir haben erst geschlafen. Ja, eben. Die Frage ist natürlich, wo ist hier die Lava? Ach, da unten in der Höhle wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal vermuten tun. Schauen wir uns mal um. Ob du da richtig vermuten tust. Mhm. Gute Deutsch. So, was haben wir hier? Dann zauber mal da drauf. Stimmt, das muss ich ja machen. Und wenn ich raten müsste, ist das der Hinweis darauf, was du da drauf zaubern musst. Frost. Ja, sah ja, genauso ja, aber aus. Das Problem ist, manchmal muss man den richtigen Zauber finden. Kann sein, dass das der falsche ist. Ah, nee, ich glaube, sie hatte aber auch von Frost geredet vorhin. Ja, aber du hast ja bei Frost hast du ja auch noch die anderen, den Regen und sowas. Das ist ja alles Frost. Na
gut, aber es war richtig. Jupp. Jupp. Sehr schön. Hallo Freunde. Die erwischen wir jetzt hier aber. Goblin Älterer. Okay. Wehe, du triffst mich mal mit deinem Speer hier. Hallo, sag mal, ich kann ja wohl gut werfen im Gegensatz zu dir. Na. Los, wir müssen weiter. Ins Gesicht. Na, sehr schön. Was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Schachfiguren von damals. Oh, sieht aus wie ein Einhorn. Das ist ein Springer. Ja, aber in Form eines Einhorns. Der hat ein Horn. Das ist eine Nase. Das ist keine Nase. Das ist ein Einhorn. Eindeutig. Ja, die trifft man so hervorragend schlecht. Also. So, ich habe doch jetzt mittlerweile Stufe 1, oder? Ja. Bam! Hast Stufe 2. Oh nee, jetzt kann das Ding hier richtig schnell laufen, oder? Ausweichboost. Unglaublich. Sehr schön. Ist auf der anderen Seite auch noch einer? Den machen wir auch noch. Das sieht aber von hier oben trotzdem aus wie eine Nase. Ja, aber... Weil ja. Guck mal, weil oben drüber, über den Ding... Ja, ja, da, wo weil die Mütze da, so aussieht. Da, wo die Ohren sind, das sieht aus, als ob da die Augen sind, wenn das... Aber von der Seite erkennst du schon, ne? Ja, ja, von der Seite ist richtig, aber von so sieht aus wie eine Nase und oben drüber, ne? Die Augen. Hm. Eindeutig. Präzisionsboost, also was hier alles los ist. Kann jetzt präzisiert hier mit dem... Mit dem Horn. Verwählt, habe ich gerade. Verfehlt. Ah, verwählt ist auch gut. Ist doch jetzt gut hier, stirb mal, du Blössi. Stirb. Nein, doch jetzt. Sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir hier den Raum schon mal leer gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal an, wo es hier denn weitergeht. Sind ja schon gut vorangekommen. Mhm, und ja, Magie. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Aber hallo, ich bin auf jeden Fall da. Ich auch. Genau. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.